Als erste Rednerin hören wir Janine Wissler. Janine ist Spitzenkandidatin unserer Partei für die bevorstehende Landtagswahl in Hessen. Janine, du hast das Wort. Liebe Genossinnen und Genossen, vor 10 Jahren ist DIE LINKE mit 5,1% zum ersten Mal in den Hessischen Landtag eingezogen. Gekommen, um zu bleiben, haben wir damals gesagt. Das haben wir gehalten. Und jetzt kämpfen wir für eine starke Linke bei der Wahl am 28. Oktober. In 10 Jahren haben wir gemeinsam mit Gewerkschaften, mit Initiativen und mit außerparlamentarischen Bewegungen eine ganze Menge erreicht. Und wir haben gezeigt, dass es einen Unterschied macht, ob DIE LINKE dem Landtag angehört oder nicht. Ohne DIE LINKE hätte es keine parlamentarische Mehrheit zur Abschaffung der Studiengebühren gegeben. Ohne DIE LINKE wäre die NS-Vergangenheit hessischer Landtagsabgeordnete nicht aufgeklärt worden. Und ohne den Druck der Linken hätte es wohl keinen NSU-Untersuchungsausschuss gegeben, der die Verwicklungen zwischen den Behörden und der Politik in diesem NSU-Komplex aufgedeckt hätte, liebe Genossinnen und Genossen. Wir waren die erste Fraktion, die einen Gesetzentwurf zur vollständigen Abschaffung der Kita-Gebühren in den Landtag eingebracht hat. Damals wurde uns gesagt, das ist völlig unrealistisch, das ist überhaupt nicht bezahlbar. Jetzt auf einmal geht das. Und das zeigt, was realistisch ist und was nicht, ist eine Frage von gesellschaftlichem Druck und politischem Willen. Und deshalb muss man solche Sachen auch fordern. Wir haben betriebliche Kämpfe und Streiks immer wieder zum Thema gemacht. Wir haben auf Einladung der Linken hat die Friedensbewegung im Plenarsaal des Hessischen Landtages Platz genommen und wir konnten in Einzelfällen Abschiebungen verhindern und Bleiberechtsregelungen verwirklichen. Und das zeigt, dass Druck von links auch aus der Opposition heraus Wirkung entfalten kann, wenn man mit gesellschaftlichen Bewegungen zusammenarbeitet. Liebe Genossinnen und Genossen, in Hessen arbeitet jeder Fünfte zu Niedriglöhnen. Wenn Menschen den ganzen Tag arbeiten, aber nicht über die Runden kommen, wenn Eltern ihren Kindern erklären müssen, dass das Geld für ein Eis, einen Kinobesuch oder einen Schulausflug nicht drin ist, wenn Rentnerinnen und Rentner gezwungen sind, Flaschen zu sammeln, weil die Rente nicht reicht, liebe Genossinnen und Genossen, dann sind das Zustände in einem reichen Land, mit dem sich DIE LINKE niemals abfinden wird. Es darf nicht sein, dass die einen mit Wohnraum spekulieren und die anderen die Miete nicht mehr zahlen können, dass Eigentümer Gebäude leer stehen lassen können und verfallen lassen, während Hartz-IV-Bezieher zu Umzügen gezwungen werden, nur weil ihre Wohnungen 3 Quadratmeter zu groß sind. Wohnungen sind kein Renditeobjekt, sie sind ein Zuhause. Und deshalb ist es höchste Zeit, die Eigentumsverhältnisse auf dem Wohnungsmarkt zu verändern, liebe Genossinnen und Genossen. In einem reichen Land darf man Schulen nicht daran erkennen, dass sie die marodesten Gebäude des Stadtteils sind. Und Bildung darf doch nicht abhängig sein von der Herkunft und dem Elternhaus, liebe Genossinnen und Genossen. Und dass dann ausgerechnet ein hessischer Finanzminister vorschlägt, Hessen könnte die Paradise Papers auswerten. Wir erinnern uns, Hessen, CDU, schwarze Kassen, zwangspsychiatrisierte Steuerfahnder, die würden doch nichts aufklären, wenn die Paradise Papers in die Hände bekommen. Die würden doch neue Anlagemöglichkeiten für sich entdecken, liebe Genossinnen und Genossen. Und eines noch. Kaum eine Behörde hat in den letzten Jahren so sehr für ihre eigene Abschaffung geworben wie das Hessische Landesamt für Verfassungsschutz. Und das zeigt die Geschichte des NSU. Der sogenannte Verfassungsschutz, er hat keine Sicherheitslücke im Kampf gegen Rechts. Er ist eine Sicherheitslücke im Kampf gegen Rechts. Deswegen muss er aufgelöst werden. Aber statt dieses Landesamt aufzulösen, hat Schwarz-Grün dem noch immer weiter gestärkt und weitere Befugnisse gegeben. Schwarz-Grün hat einen Abschiebeknast errichtet für Menschen, die kein Verbrechen begangen haben. Denn Flucht ist kein Verbrechen. Und deswegen lehnen wir diesen Abschiebeknast ab und wir fordern ein Ende der Sammelabschiebungen nach Afghanistan.
Mit Schwarz-Grün wollte sich Volker Bouffier einen neuen Anstrich geben. Weg vom schwarzen Sheriff, weg von den Skandalen. Aber, und daran hat sich nichts geändert, die hessische CDU bleibt der rechte Verband in der Tradition von Dräger, von Kanter und von Roland Koch. Der einzige Unterschied ist, und das Einzige, was sich wirklich verändert hat, ist, dass die Grünen diesen Unsinn der CDU jetzt noch als grüne Politik verkaufen, liebe Genossinnen und Genossen. Wir stehen in Hessen bei 8% in den Umfragen. Und wir haben einen richtig gut aufgestellten Landesverband. Wir haben viele neue Mitglieder. Und wir laden euch ein, im Herbst nach Hessen zu kommen und uns im Wahlkampf zu unterstützen, damit wir zum vierten Mal in den Landtag einziehen und dieses Mal mit mehr als 6 Abgeordneten einziehen. Liebe Genossinnen und Genossen, vielen Dank. Ja, liebe Genossinnen und Genossen, das Basislager der linken Fraktion in Hessen wurde bereits vor 10 Jahren gelegt. Jetzt geht es darum, neue Gipfel zu erstürmen. Und dafür bekommt ihr von uns ein bisschen was ausgehändigt, nämlich ein Seil. Und Sicherheitshelme. Wir haben erfahren, ihr seid beide gute Kletterer. Ich finde, die Linke in Hessen hat auch echt das Potenzial, Gipfelstürmerin zu sein. Wir wollen natürlich euren Wahlkampf nach besten Kräften unterstützen. Wir werden selber hinkommen, den Wahlkampf zu unterstützen. Und ich denke, es muss klar sein, der Wahlkampf in Hessen ist Aufgabe für die gesamte Partei. Ihr habt immer die anderen Wahlkämpfe unterstützt. Und endlich sind wir in der Lage, euch das auch zurückzuzahlen, indem wir alle euren Wahlkampf unterstützen. Also toi, toi, toi für den Wahlkampf. Auf zu Gipfeln. Viel Erfolg an Jan und an Janine und alle anderen Genossinnen und Genossen. Eure Einladungen nehmen wir selbstverständlich an. Und danach wünschen wir euch viel, viel Erfolg für die Landtagswahl am 28. Oktober. Alle 20 Daumen sind gedrückt. So, wir verfahren weiter und wir hören jetzt Sinem Ergüzel und Paul Gruber von der Linksjugend Solid und Klaus Lederer macht sich warm. Hallo zusammen, liebe Genossinnen und Genossen, das letzte Jahr war für uns ein erfolgreiches Jahr. Viele junge Menschen sind in der Linksjugend Solid aktiv, gegen den Rechtsruck und für eine solidarische und gerechte Gesellschaft. Wir haben einen Jugendwahlkampf zur Bundestagswahl auf die Beine gestellt und haben unsere eigenen Akzente dabei gesetzt. Doch Politik findet nicht nur bei Wahlen und in den Parlamenten statt. Es ist bitter notwendig, dass wir auf der Straße in Aktion treten und radikale Visionen gegen steigende Mieten und gegen schlechte Dinge tun. Wir helfen nicht nur gute Gesetze, gegen steigende Mieten helfen nicht nur gute Gesetze, sondern vor allem eine Bewegung von unten, die die Eigentumsfrage stellt. Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil das mein erster Bundesparteitag ist. Und ob es gegen den AfD-Bundesparteitag oder gegen Kohlebagger geht, wir bleiben weiterhin ungehorsam. Mit vielen kleinen und großen Aktionen, egal ob für eine progressivere Hochschulpolitik oder gegen verschärfte Polizeiaufgabengesetze, schaffen wir es, junge Menschen zu bewegen, aktiv für ihre Interessen einzustehen und sich langfristig für linke Politik zu begeistern. Aber, das müssen wir auch sagen,
Das geht nur in einer demokratischen und lebendigen Organisationsweise. Auch wenn wir aus eigener Erfahrung wissen, dass das nicht immer einfach ist. Wir finden es nicht richtig, dass eine Fraktionsvorsitzende und ihr Umfeld meinen, die Partei über Medienkampagnen und nicht debattierte Vorstöße vor sich hertreiben zu können. Wir wollen eine basisdemokratische Mitgliederpartei, die ihren Grundsätzen treu bleibt und keinen Kampagnenwahlverein, der von der Bundestagsfraktion ausgesteuert wird und am liebsten unsere politischen Grundsätze über den Haufen werfen würde, wie zum Beispiel das Eintreten für offene Grenzen. Wir sagen ganz ehrlich, bei uns werden viele junge Menschen Mitglied, die ganz bewusst nicht Mitglied in der Partei werden, eben wegen genau solcher Bestrebungen, die einer radikalen und emanzipatorischen Linken konträr entgegenstehen. Und auch von den linken Landesregierungen fordern wir mehr Durchsetzungsstärke, wenn es um die Verhinderung von Abschiebungen und Abschiebeknästen geht. Wir dürfen nicht über offene Grenzen als Vision reden, sondern müssen auch konkret benennen, wie wir dahin kommen wollen und unser Handeln entsprechend ausrichten. Jetzt möchten wir noch darauf hinweisen, dass heute Abend nach der Tagung im Linksnet in Konnewitz ein Jugendplenum stattfindet. Da sind nicht nur Linksjugendmitglieder eingeladen, sondern alle U35-Delegierten, die auch dazukommen wollen. Vielen Dank und noch einen schönen Parteitag. Danke an euch beide, an Sinem und an Paul. Jetzt hat das Wort der Senator für Kultur und Europa, der Klaus. Und Klaus ist im Moment der beliebteste Politiker Berlins und die Linke in Berlin stärkste Kraft. Das ist doch mal echt eine coole Sache. Liebe Genossinnen und Genossen, nach Berlin kommen Menschen aus aller Welt, aus Europa und von überall aus dem Land, suchen und finden hier ihren Lebensmittelpunkt. Vor 5 Jahren waren es günstige Mieten und der existierende Raum, der existierende Freiraum, der sie nach Berlin gezogen hat. Heute begegnet mir zunehmend, dass mir Menschen erzählen, es ist die Atemluft, die es in Berlin noch gibt, die in anderen europäischen Metropolen und teilweise auch in den ländlichen Räumen nicht mehr existieren, weil autoritäre Tendenzen Fluchtreflexe auslösen. Das bedeutet, liebe Genossinnen und Genossen, wenn wir es in Berlin mit der Rückeroberung der Stadt für alle ernst meinen, dann geht es nur europäisch und internationalistisch. Das heißt, wir kämpfen mit allen, die hier leben wollen, für eine solidarische Stadt. Wir ändern in Berlin das Mietrecht zugunsten der Mieterinnen und Mieter, und zwar aller, soweit das auf Landesebene geht. Und wir streiten im Bundesrat für ein sozialeres Mietrecht auch im Bund. Wir entziehen dem Markt Grundstücke, wir kaufen Wohnhäuser zurück und schaffen bezahlbaren Wohnraum. Wir sichern Kulturräume, retten Theater und unterstützen Clubs. Wir setzen durch, dass Menschen im öffentlichen Dienst wieder ordentlich bezahlt werden. Wir haben den Kreis der Berechtigten für das Sozialticket massiv erweitert und die Schülertickets für Bus und Bahn deutlich vergünstigt. Damit ermöglichen wir auch denen mit einem klammen Geldbeutel Mobilität und mehr soziale Teilhabe. Wir organisieren gemeinsam mit den Grünen und eben auch mit der SPD den sozialökologischen Umbau. Wir schaffen ein Mobilitätsgesetz und bauen den öffentlichen Personennahverkehr aus. In 3 Minuten kann man das alles nicht ausführen, aber ich sag mal, im Kern setzen wir andere, solidarische und ich finde die richtigen Prioritäten. Natürlich ist dieses Andersmachen, dieses Andersregieren in bestehenden Verhältnissen keine Abschaffung, sondern nur eine Zurückdrängung der Kapitalverwertung. Wir stecken, wie Heiner Müller gesagt hatte, bis zum Hals in Kapitalismus. Deswegen müssen wir aber nicht auch noch den Kopf einziehen, sondern wir arbeiten selbstverständlich mit allen gemeinsam in der Stadtgesellschaft zusammen, die Spielräume zu nutzen und die Gestaltungsoptionen zu nutzen, die wir haben. Und die städtischen Milieus, die erfolgreich ansprechen, sind offen für kulturelle linke Veränderungen. Sie leben oft genug selbst in prekären Verhältnissen, als Solo-Selbstständige, als Hebamme, als Erzieherin, im Veranstaltungsservice oder als Kurierfahrer. Klar gibt es auch ein paar urbane Linke, die dicke Konten haben. Aber auf eine Entsolidarisierung gegenüber anderen lassen sich die, die uns wählen, nicht ein. Alle diese Menschen verstehen unsere Debatte um eine angeblich zu geringe Zuwendung zur Arbeiterschaft überhaupt nicht. Es ist nicht wahr, dass sich beide Milieus nichts zu sagen hätten. Oder anders, es ist auch unser Job, sie zusammenzubringen. Nicht wir.
Nicht wir, die wir für die Abschaffung des transsexuellen Gesetzes genauso kämpfen wie für Beschäftigtenrechte am Werktor, sind die Spalterinnen der linken Sache. Wer meint, eine nationale Arbeiterschaft abgrenzen zu müssen von der migrantischen oder queeren oder akademischen oder urbanen Communities, der oder die betreibt die eigentliche Sektiererei. Und die sollten sich die Arbeiterklasse mal angucken. Es gibt nämlich auch Arbeiterinnen, die Frauen sind, die Transsexuelle sind, die People of Color sind und die Menschen mit Behinderungen sind. Das eine und das andere schließt sich überhaupt nicht aus. Denken wir es endlich zusammen, liebe Genossinnen und Genossen. Und ich freue mich, dass wir das auch in Hamburg, in Bremen und in Hessen schaffen, dass wir das in beiden Frankfurts, in dem an der Oder und am Main schaffen. Und schaut nach Thüringen und Brandenburg, wo die Linke der stabile Teil der Regierungskoalition ist. Liebe Genossinnen und Genossen, der Kapitalismus ist ein internationales Phänomen. Wenn jetzt konstatiert wird, dass sich die Menschen angeblich deswegen der AfD zuwenden, weil die Linke versagt habe, quasi aus Notwehr, dann sage ich, ja, die sozialdemokratische Linke hat versagt, indem sie auf die Globalisierung des Kapitals nur mit der Schleifung der sozialstaatlichen Sicherungen reagiert hat. Aber die Antwort auf eine Globalisierung der Menschheitsprobleme kann nicht die romantisierende Rückbesinnung in die 1970er Jahre sozialdemokratischer Politik sein. Wir brauchen eine wirklich kluge, neue soziale Idee, die Solidarität im Kleinen wie global denkt. In einer anderen Linken möchte ich kein Mitglied sein. Und ich hoffe, dass von diesem Parteitag ein starkes Signal dafür ausgeht, dass wir eine wirklich internationalistische Linke sind, die alle Menschen im Mittelpunkt hat und nicht nur ein paar, die hier leben. Danke. Vielen Dank an Klaus, euch viel Kraft und Stehvermögen und auch politischen Scharfsinn. Ah, der Arbeitstisch hat gelost. Das heißt, wir können jetzt in der weiteren Rednerinnenliste fortfahren und wir hören jetzt Eva Bulling-Schröder aus Bayern und bereitet sich vor Atesh Göpina, ebenfalls aus dem Landesverband Bayern. Eva Bulling-Schröder und auch Atesh sind die Spitzenkandidaten für die Landtagswahl im Herbst in Bayern. Ja, liebe Genossinnen und Genossen, im Übrigen heiße ich Eva Bulling-Schröter und da lege ich roten Soßen Wert drauf. Schröter ist für mich eine Beleidigung. Ja, am 14.10. im Oktober haben auch wir in Bayern Landtagswahlen. Und wir wollen die Verhältnisse in Bayern zum Tanzen bringen. Und nichts ärgert die CSU so, als wenn wir, die Linke, endlich in diesen Landtag ziehen. Und die bayerische Bevölkerung hat es auch wirklich verdient. Und liebe Genossinnen und Genossen, wir sind das widerständige Bayern. Und wir verteidigen die bayerische Verfassung. Und wer sie liest, der könnte denken, das haben Linke geschrieben. Und diejenigen, die an der Macht sind, sie treten die Verfassung, die bayerische, mit Füßen. Und ich sage, das sind die wirklichen Verfassungsfeinde in Bayern. Und wir wissen, dass das Polizeiaufgabengesetz eine Blaupause sein wird für den Bund. Und ich fordere euch auf, kämpft dagegen. Und wir müssen genau sagen, wer diejenigen sind, die es unterstützen und auch die Scheinheiligkeit der SPD und der Grünen immer wieder anzeigen. In Bayern wollen die dagegen klagen, in anderen Ländern stimmen die dafür. Das heißt, es ist scheinheilig. Und ich komme aus Ingolstadt. Und aus Ingolstadt kommt auch Horst Seehofer. Und wir haben ein Abschiebezentrum. Und ich kann euch sagen, es ist unmenschlich, es ist unchristlich, das ist der Wahnsinn und es soll ein Ankerzentrum werden. Und ich sage euch, was da passiert. Kein Deutschunterricht, keine Arbeit, die dürfen nicht kochen, kein Besuch, in Zukunft auch kein Rechtsanwalt mehr. Also das ist wirklich der Wahnsinn, wie man mit Menschen umgeht. Man separiert sie, die sind ganz, ganz weit weg, sodass sie niemand sieht. Und in diesen Ankerzentrum,
Lagerzentren, die sollen in einer Woche abgewickelt werden und dann schon wieder abgeschoben werden. Und das tritt den Rechtsstaat mit Füßen. Da kann nicht mehr ein Rechtsanwalt hin, die finden nicht mehr einen. Und man will ihnen auch kein Geld mehr geben, keins mehr. Man will es ihnen so schlecht machen wie möglich. Und Söder ist ja der Nachfolger von Franz Josef Strauß, das sagt er ja immer. Und Franz Josef Strauß hat gesagt, rechts von mir steht nur die Wand. Und weil Sie wissen, dass dort die AfD inzwischen steht, darum wollen Sie die AfD rechts überholen. Und da müssen wir sagen, stopp, das geht überhaupt nicht. Und wir müssen dieser scheinheiligen CSU auch sagen, ihr wollt Fluchtgründe bekämpfen, ihr habt es in Anträgen drin. 50% der Rüstungsexporte kommen aus Bayern, das muss man immer wieder sagen. Und wir sind der Meinung, keine Rüstungsexporte mehr. Und Söder ist ein gnadenloser Populist und da ist ihm nichts heilig. Er lässt Kreuze aufhängen und mein Nachbar sagt, das versteht er überhaupt nicht. Er hat immer CSU gewählt. Das grenzt aus, sagen Leute. Und der Söder braucht nicht glauben, dass alle Bayerinnen und Bayern blöd sind. Die verstehen ganz genau, wie populistisch das er ist. Und das muss man den Menschen auch immer wieder sagen. Und er spielt die Armen gegen die Ärmsten aus. Und jetzt will er ein paar Sozialwohnungen bauen in Bayern. Wir brauchen ganz, ganz viele Sozialwohnungen. Und vorher hat er die verkauft. Und das will er jetzt ungeschehen machen. Und das müssen wir der Bevölkerung sagen, was die alles gemacht haben. Da gab es den Bankenskandal, riesige Schulden. Dann hat er Tausende von Wohnungen verkauft und jetzt verspricht er 8.000 Wohnungen. Also ich denke, da gibt es ganz, ganz viel Aufklärungsbedarf. So, und in Eichstätt, in der Bischofsstadt bei mir in der Nähe, ist der Abschiebeknast. Und es soll ja noch einen kommen nach Hof. Der CSU-Bürgermeister freut sich sehr, der SPD-Landtagsabgeordnete hat Angst, weil es ein Naturschutzgebiet gibt. Und dieses Abschiebeknast, da kommen eben Leute rein und das sagen alle, die sind eben nicht kriminell. Da gibt es keinen einzigen, der kriminell war, sondern das ist weiter Abschreckung und Abschreckung. Und deswegen sagen wir, diese Politik muss gestoppt werden in Bayern und diese Politik muss gestoppt werden in Berlin. Und zum Schluss noch, Franz Josef Strauß hat ja gesagt, teile und herrsche. Und ich bin ja jetzt seit neuestem Kreisvorsitzende, direkt so von der Basis. Und meine Genossen haben mir einen Auftrag an euch gegeben. Und die haben gesagt, sagt bitte den Genossen, wir wollen nicht, dass diese Partei sich spaltet. Wir brauchen euch alle. Und wir wollen in Bayern in den Landtag. Und bitte denkt daran, wie dieser Parteitag heute ausgeht. Denn wir brauchen euch wirklich beide. Und wir wollen euch alle miteinander auch in Bayern im Wahlkampf sehen. Und wir wollen stärker werden in dieser Partei. Und wir wollen es wirklich backen, also backen wir es. Danke, lieber Eva Bulling-Schröter. Und jetzt hat Artisch das Wort. Ja, liebe Genossinnen, liebe Genossen, die einen werden sich vielleicht wundern, dass wir 3 bzw. mit Eva 6 Minuten haben, um euch zu erklären, wie Bayern im Oktober links wird. Zwischen den ganzen Nachrichten von den Söders, den Scheuers, den Dobritz und den Seehofers dieser Welt und dem ganzen Rechtsruck, der mit aus Bayern ausging, dem ganzen Rechtsruck der CSU, da fällt es kaum auf, dass es ein widerständiges Bayern gibt. Aber wenn man genauer hinschaut, dann ist dieses widerständige Bayern gar nicht so jung und auch gar nicht so klein. Die einen erinnern sich noch dran, wo das gegen CETA und TTIP losging. Es war in München, die ersten Demonstrationen, die groß waren. Vielleicht erinnert ihr euch aber von vor 3, 4 Wochen. Da war das Polizeiaufgabengesetz kurz vor dem Beschluss. 40.000 Menschen, Bayerinnen und Bayern vor allem, haben in München gegen dieses Gesetz demonstriert und das wird nicht aufhören. Wir werden dagegen klagen, liebe Genossinnen, liebe Genossen.
Dieses widerständige Bayern wird sich übrigens auch in ein paar Wochen zeigen. Ende Juni wagt sich die AfD in ihrem Bundesparteitag nach Augsburg. Wir werden dagegen sein und wir laden euch alle mit ein, mit dagegen zu sein, liebe Genossinnen, liebe Genossen. Und es gibt Mieterinitiativen, München, Nürnberg, Augsburg, die Städte, in denen die Mieten steigen und steigen, in denen keiner mehr leben kann, der auch noch einigermaßen gut verdient. Von den Ärmeren ganz zu schweigen, gibt es Mieterinitiativen. Das Besondere, und das ist erst in den letzten Jahren passiert, dass dieses widerständige Bayern sich langsam um die Partei Die Linke, um die Partei in Bewegung formiert. Liebe Genossinnen und Genossen, 450.000 Stimmen 2017, 1.000 neue Mitglieder mehr, übrigens vor allem junge Menschen. Wir sind der jüngste Landesverband. Es ist eine große Aufgabe für uns, diese jungen Menschen mit der Erfahrung der jung gebliebenen Genossinnen und Genossen, die bei uns sind, zu verbinden. Wir versuchen das ein bisschen mit den Spitzenkandidaturen zu machen. Eva für die jung gebliebene Erfahrung. Und manche glauben, ich sei noch jung, auch wenn ich mich in Bayern langsam zum mittleren Alter fortbewege, liebe Freundinnen, liebe Freunde. Und wir kämpfen mit dem Motto mehr für die Mehrheit. Und damit kämpfen wir gegen Söder und gegen seine Partei. Denn Söder will Hyperloop-Strecken und Flugtaxen für wenige. Die Linke kämpft für ein ÖPNV, für einen Ausbau zum Nulltarif für die Menschen. Die Söder hat die Banken retten wollen, die Bayern LB, und dafür 30.000 Wohnungen verkauft. Wir wollen 40.000 Sozialwohnungen jährlich für die Menschen, für die ärmeren Menschen, damit sie dort leben können. Söder privatisiert den Pflegenotstand, um sich darum nicht mehr kümmern zu müssen. Liebe Genossinnen und Genossen, wir kämpfen für 15.000 Pflegekräfte. Wir kämpfen für einen Pflegemindestlohn in Bayern, natürlich für einen guten Lohn für alle Beschäftigten, nicht nur im Pflegebereich. Aber, liebe Genossinnen und Genossen, was wäre es für ein Zeichen? Ich habe hier ein schönes Bändchen, Karl Marx, 200 Jahre. Manche von euch wissen es, vor 100 Jahren wurde der Freistaat Bayern ausgerufen, übrigens von einem Sozialisten, das vergisst die CSU sehr gerne. Der Freistaat Bayern wurde von Kurt Eisner ausgerufen. Was wäre es für ein Zeichen im 100. Jahr des Freistaats Bayern, wenn die Linke in den Landtag einziehen würde? Und dafür, liebe Genossinnen und Genossen, ihr wisst, Bayern ist ein hartes Pflaster. Auch mit den 1.000 neuen Mitgliedern mehr ist Bayern und bleibt Bayern hartes Pflaster. Deswegen habe ich eine Bitte an euch und ein Angebot. Die Bitte ist folgende. Ich glaube, liebe Genossinnen und Genossen, ihr wisst, ich war zum ersten Mal in Göttingen beim Bundesparteitag. Also ich bin völlig illusionsfrei, was Streitigkeiten angeht. Und ich finde auch, es gehört dazu, dass eine linke Partei sich streitet. Aber ihr, die Delegierten, seid im wichtigsten Gremium, ins wichtigste Gremium dieser Partei gewählt worden. Und Streitigkeiten sollten auf dem Bundesparteitag ausgetragen werden. Aber diese Streitigkeiten werden eben auch auf einem Bundesparteitag entschieden, liebe Genossinnen und Genossen. Und dafür möchte ich euch bitten, ihr seid das wichtigste Gremium, erkennt die Inhalte, die wir heute beschließen und morgen beschließen und die Personalien, die wir beschließen, erkennt sie an und streitet mit ihnen gemeinsam weiter für ein gutes Ergebnis in Hessen und Bayern und 2019 für einen Wahlkampf für Europa, für ein soziales Europa. Liebe Genossinnen und Genossen, an die Bitte folgt ein Angebot. Janine hat es für Hessen gemacht. Ich will der Janine natürlich keine Menschen aus Hessen nehmen. Aber ihr könnt, wir haben zwei Wochen vorher Wahlkampfende in Bayern. Ihr könnt bei uns im schönen Bayern üben. Und ich werde euch sagen, keiner von euch wird, nachdem er in dem schönen Bayern war, sagen, dass dieses Bayern nicht einen Linksruck verdient hätte, dass dieses Bayern nicht eine Linke, eine widerständige Partei verdient hätte. Denn alle anderen Parteien in Bayern wollen mit Söder koalieren. Bei den Grünen ist schon fast ein bisschen unangenehm mit den ganzen Angeboten, die sie dem Söder machen. Wir werden den Widerstand, den wir auf der Straße haben, in den Landtag bringen. Wir bitten um eure Unterstützung. Vielen, vielen Dank. Herzlichen Dank an Eva und an Atisch. Und Eva bitten wir noch mal nach vorn zu kommen. Also was ihr hier seht, ist ein symbolischer Kessel voll mit Zaubertrank. Und wir haben Flaschen. Eva, kommst du noch mal nach vorne? Du wirst doch nicht um deinen Zaubertrank kommen. Ganz Bayern wird von einer reaktionären und unsozialen CSU dominiert. Und Fans von Asterix und Obelix wissen, was jetzt kommt. Ganz Bayern
Nein, es gibt eine widerständische Kraft, eine Partei, die sich dem nicht beugt, die Widerstand leistet. Das ist die Linke. Und wir wollen euch jetzt mit diesen Zauberkraft noch den letzten Schub geben, damit das klappt. Das haben einfach die Bayern verdient, dass es endlich eine Linke dort im Landtag gibt. Wahlkampf in Bayern ist Aufgabe für die gesamte Partei. Ihr werdet uns nicht loswerden jetzt im Wahlkampf. Wir sind da, um euch zu unterstützen. Beifall für die Bayern und die Wahlkämpfe dort. Ja, liebe Genossinnen und Genossen, wir bleiben noch einen Moment in Bayern. Die nächste Rednerin ist Simone Barrientos, die ebenfalls aus dem Landesverband Bayern kommt. Und danach der nächste ist Moritz Wittler aus Berlin. Ja, Bayern vor. Liebe Genossinnen und Genossen, als kulturpolitische Sprecherin der Fraktion Die Linke im Bundestag ist mir alles eine Frage von Kultur. Wir erleben derzeit, wir hörten das schon, einen Kulturkampf, einen Kampf um die Hegemonie der Begriffe, der Sprache, um Werte, um Tradition. Ihr wisst das alles, ich erzähle euch da nichts Neues. Wir erleben eine Rollback-Bewegung, die sich gewaschen hat. Wir haben Rassismus, Antifeminismus, Homophobie. Und da, wo wir eigentlich unsere Kraft bräuchten, um zu verteidigen, um Neues zu erkämpfen, eine bessere Zukunft, da brauchen wir sie, um zu verteidigen, was eigentlich schon ganz selbstverständlich schien. Und wir haben verdammt viel zu verlieren. Und wenn wir uns zum Beispiel das Asylrecht anschauen, das ja kaum noch das Papier wert ist, auf dem es steht, da kann es dann doch nicht sein, dass wir uns in eine Debatte einschalten, die nur dazu dient, die Festung Europa noch uneinnehmbarer zu machen für Menschen in Not. Es kann doch nicht sein, dass auch wir beginnen, Menschen zu kategorisieren in jene, die wir wollen, und in solche, die wir nicht wollen, oder in jene, denen wir das Recht auf ein besseres Leben zugestehen, und solche, denen wir dieses Recht nicht geben. Doch nicht wir. Wenn wir das nämlich tun, dann heißt das auch, dass wir billigend in Kauf nehmen, dass die, die vor Krieg und Terror und Armut fliehenden, verrecken in der Sahara und im Mittelmeer, dass sie verhungern im Jemen und im Sudan, dass sie Gewalt ausgesetzt sind in Nigeria und in Sierra Leone, dass sie Kriege gerade so in Kellern überleben oder eben krepieren im Bombenhagel. Wir, deren Aufgabe es ist, die Verhältnisse, wie sie sind, zu bekämpfen. Wir können doch nicht von den Geschundenen überall auf der Welt verlangen, dass die sich abfinden mit den Verhältnissen, in die nur der Zufall der Geburt sie geworfen hat. Wir müssen uns mit ihnen solidarisieren. Und genauso, wie wir uns solidarisieren müssen mit denen, die hier unter den Verhältnissen leiden. Da ist überhaupt gar kein Widerspruch. Und wer behauptet, dass die, denen es hier schlecht geht, mehr hätten, wenn die anderen Leidenden nicht kämen, der ist im besten Fall naiv. Diese Partei muss, finde ich, sich auf ihre Kernaufgaben konzentrieren. Und sie muss es trotzdem schaffen, dass ihre Themenvielfalt sichtbar wird. Und bei allen Positionen, um die gestritten wird, muss nach meiner Auffassung klar sein, alles, was wir erkämpfen wollen, müssen wir für alle erkämpfen wollen. Und alles, was wir erreichen, müssen wir für alle erreichen. Denn es ist verdammt nochmal einfach eine Frage von Kultur, dass unsere Solidarität keine Grenzen kennt. Dankeschön. Das Wort hat jetzt Moritz Wittler aus Berlin und es bereitet sich vor Katharina Löber aus Nordrhein-Westfalen. Ja, liebe Genossinnen und Genossen, mein Name ist Moritz Wittler aus Berlin-Neukölln. Neukölln kennen vielleicht einige aus den Medien.
Bürgerliche Politiker haben unseren Bezirk bekannt gemacht. Zum Beispiel Buschkowski, der neoliberale Rassist in der SPD, der ein Buch geschrieben hat über Neukölln. Neukölln ist überall, in dem er gegen Migranten und sozial Benachteiligte gehetzt hat. Darüber ist Neukölln bekannt geworden. Auch der Jens Meyer, der ein Obernazi in der AfD, hat seinen Sohn nach Neukölln gebracht, um ihm zu zeigen, was droht. Die Pointe dabei ist, dass der Sohn inzwischen sich öffentlich von seinem Vater distanziert hat. Ich finde, das ist ein guter Weg. Weil tatsächlich zeichnen Sie ein Zerrbild von diesem Bezirk. Tatsächlich ist Neukölln das Armenhaus von Berlin. Wir haben hier wie sonst fast nirgendwo eine hohe Quote von Hartz-IV-Empfängern. Wir haben eine höchste Quote an Säuglingssterblichkeiten Neukölln. Den ganzen kapitalistischen Irrsinn kann man da erleben. Jetzt gerade ist der Lebensstandard der Bevölkerung in Neukölln massiv unter Druck gesetzt durch die steigenden Mieten. Und trotzdem, und das muss uns Mut machen, wir können dort gewinnen, auch mit der AfD im Nacken. Wir haben es geschafft in den letzten Jahren, durch einen klaren Antirassismus, einen klaren Antikapitalismus, Wahlergebnisse in dieser armen Hochburg zu erreichen von bis zu 30% in Nordneukölln. Wir sind eingebrochen in die alten Hochburgen der SPD, dadurch, dass wir klare Kante gezeigt haben gegen den kapitalistischen Wahnsinn, aber auch gegen Ausgrenzung und Diskriminierung. Ich denke, für uns ist es entscheidend, dass wir diese Kämpfe zusammenbringen. Wir haben jetzt oft gehört, dass gesagt wird, die Mieten steigen dadurch, dass Flüchtlinge kommen und so weiter. Ich finde, diese Interpretation geht völlig an der Realität vorbei und orientiert unsere Leute auf die völlig falsche Linie. Wir erzählen den Leuten mit Recht seit Jahren, dass die Mieten in Neukölln, die explodiert sind, um teilweise 70%, die sind explodiert, weil Kapitalisten mit unserem Wohnraum spekulieren. Wir wollen die Kapitalisten, die Spekulanten rausschmeißen und sind solidarisch mit den Flüchtlingen. Und wir hatten damit Erfolg. Arme Leute sind solidarisch. Arme Leute lehnen vielleicht einen falschen Moralismus ab. Aber Solidarität war immer ein wichtiges Kennzeichen der Arbeiterbewegung. Wir kennen alle Bertolt Brecht. Er hat gesagt, oder er macht klar, dass Solidarität nicht irgendein Luxus ist, sondern Solidarität ist das, worin unsere Stärke besteht. Lasst uns die Kämpfe zusammenführen, lasst uns die AfD zurückschlagen und für eine soziale Offensive in diesem Land kämpfen. Dankeschön. Danke an Moritz. Katharina Löber war angekündigt, die musste unseren Parteitag leider schon verlassen. Deswegen, ich habe sie gerade gesehen, Doris Achelwilm hat dann das Wort. Ja, liebe Genossinnen und Genossen, nachdem schon mehrfach heute das Wort auf Bremen kam, möchte ich doch die Gelegenheit ergreifen, tatsächlich hier auch nochmal für das Bundesland und aus dem Bundesland Bremen zu euch zu sprechen, weil Bremen ja tatsächlich gerade massiv in den Schlagzeilen ist auf verschiedensten Ebenen. Ich fange mal mit dem Positiven an. Das wäre das Wahlergebnis, was eben, nee, nicht das Wahlergebnis, Entschuldigung, das Umfrageergebnis, was eben auch Bernd angesprochen hat. Und da werden wir als Linke Bremen ein Jahr vor der Bürgerschaftswahl bei 15 und sogar bei 17% gesehen. Und das ist tatsächlich ein Wert, der uns einigen Respekt einflößt, mit dem wir jetzt weiterarbeiten werden. Und wir hoffen natürlich darauf, möglichst viel Unterstützung auch hier aus dem Saal zu bekommen, obwohl am gleichen Tag der Bürgerschaftswahl Europawahlen sein werden, was ein bisschen ungünstig ist. Aber ich glaube, wir werden trotzdem, wenn wir so weitermachen, wie wir im Moment arbeiten, zu einem guten Ergebnis kommen. In 7 Ortsteilen Bremens waren wir bei der Bundestagswahl 2017 schon stärkste Kraft. Und ich freue mich auf die kommenden Monate, in denen wir den Rückhalt mit dieser Linken, mit unseren Bundeskampagnen zu Pflege und Verankerung, mit unseren lokalen Aktionen zu bezahlbarem Wohnen, zu kostenlosen ÖPNV und zu sozialer Gerechtigkeit vorantreiben wollen, liebe Genossinnen und Genossen.
Für eine starke Linke ist es überhaupt, aber eben auch in Bremen und Bremerhaven wirklich höchste Zeit. Ich wundere mich manchmal, was es im Bundestag, wo ich jetzt seit September 2017 bin, bei Kolleginnen und Kollegen anderer Parteien für Vorstellungen über zum Beispiel die vermeintlich luxuriöse Kita-Versorgung im Land Bremen so gibt. Denn nach Jahrzehnten des Kürzungskurses auf Bundes- und Landesebene ist das Gegenteil der Fall und der Flurschaden sozialer Spaltungen im Haushaltsnotlageland riesig. Wir haben die höchste Kinderarmut im ganzen Land und die höchste Leiharbeitsquote. Das Schulsystem ist sozial selektiv und die öffentliche Infrastruktur dank Schuldenbremse ziemlich kaputt. Und das, während Bremen gleichzeitig die zweithöchste Millionärsdichte in der Bundesrepublik aufweist. Bremen ist auch eine Rüstungshochburg sondergleichen, das ist den meisten von euch wahrscheinlich bekannt. Zwei Drittel aller von der Großen Koalition genehmigten Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien kamen im letzten Jahr von Bremer Herstellern, vor allem dem Lürssen-Konzern. Wir setzen uns im Landesverband, in der Bürgerschaft und im Bundestag dafür ein, dass diese Politik der komplett falschen Prioritäten und Kompromisse beendet wird. Was wir wollen, und das gilt für Bremen und eben auch die Bundesebene, das ist eine soziale, ökologische und feministische Konsequenz, mehr Selbstbestimmung, Sichtbarkeit und Schutz für Minderheiten, gute Friedenspolitik und die Abschaffung kapitalistischer Herrschaft und Sachzwänge. Ein anderes Thema, was mit Bremen derzeit verbunden wird, ist die Debatte um die Bremer Außenstelle des BAMF. Hier soll es zu skandalmäßigen Verfehlungen gekommen sein, und sie scheinen, wie es klingt, AfD, der FDP und anderen Rechtsverschiebern auch gerade ganz gut in den Kram zu passen. Die Ermittlungen laufen noch und Aufklärung ist auf jeden Fall geboten, ohne Frage, aber eben auch in dem Sinne, dass die Erkenntnisse vorurteilsfrei und sachlich zur Kenntnis genommen werden und nicht neuen Hass schüren. Nach allem, was derzeit seriös berichtet wird, sind die bundesweiten Probleme im BAMF lange bekannt. Es gibt Ursachen wie eine McKinsey-Personalpolitik mit massivem Einsatz von befristeten Stellen und Leiharbeit. Es hagelte vor allem negative Bescheide ohne gerichtsfeste Qualität. 40% der Ablehnungen des BAMF wurden letztes Jahr von den Gerichten nachträglich korrigiert und bewilligt. Diese Fehlerquote zu Lasten der Geflüchteten ist ein Skandal, der leider kaum durchdringt, liebe Genossinnen und Genossen. Beim jetzt hochgezogenen Skandal in der Bremer Außenstelle des BAMF hingegen geht es im Wesentlichen um jesidische Kurdinnen und Kurden, die 2014 vor dem IS aus Shingal und Gebieten in Syrien geflüchtet sind. Die Menschen hatten als Überlebende eines grausamen Genozids im strittigen Zeitraum eine Anerkennungsquote von bundesweit 96%. Ich komme zum Schluss. In der Bremer Außenstelle des BAMF wurden offenbar 100% der Jesidinnen und Jesiden aus Syrien und dem Irak anerkannt, und zwar nachdem sie vor unfassbaren Gräueln geflohen sind. An der Stelle muss ich mich dann leider auch fragen, irgendwie, wo liegt der eigentliche Skandal? Mit was für Verhältnismäßigkeiten von Schuld und Verantwortung wird da gespielt? Und woher kommt eigentlich diese verdammte Euphorie für nach unten getreten und für die rassistische Sündenpolitik dieser Tage? Es ist unsere Aufgabe, dagegen vorzugehen. Das werden wir in Bremen und bundesweit machen. Liebe Genossinnen und Genossen, wir sind die Linke. Wenn wir unter dem Druck rechter Zugkräfte in eine andere Richtung als links taktieren, verlieren wir Kraft, Zeit und Vertrauen. In diesem Sinne, lass uns auf unsere Themen setzen, lass uns unseren Kampf führen. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir damit weiter wachsen werden. Vielen Dank. Vielen Dank an Doris. Unsere Bitte noch mal, haltet die Rednerinnen die Zeit bitte ein, damit auch alle, die auf der Liste stehen, zu Wort kommen können. Der nächste ist Nils Böhlke von der Arbeitsgemeinschaft Betrieb und Gewerkschaft. Und bevor Nils, das ist doch schneller als wir dachten, nach vorn kommt, würden wir gerne die Gelegenheit nutzen, noch Nathalie Schäfer zu begrüßen, denn Nathalie Schäfer ist Vorstand des Freien Zusammenschlusses von Studentinnenschaften. Herzlich willkommen, Nathalie Schäfer. Jetzt hat Nils das Wort. Ja, liebe Genossinnen und Genossen, ich bin Gewerkschaftssekretär im Handel in Nordrhein-Westfalen und in dieser Funktion auch zuständig unter anderem für die Koordination der Arbeitskämpfe bei Amazon an den Standorten in Rheinberg und Werne.
Das sind Kämpfe, die seit 6 Jahren andauern, die mutig geführt werden von den Kolleginnen und Kollegen vor Ort und die tatsächlich noch sehr lange wahrscheinlich brauchen werden, bis sie ihr Ziel erreichen, einen Tarifvertrag für die Amazon-Beschäftigten tatsächlich durchzusetzen, weil sie gegen den reichsten Menschen der Welt kämpfen, den Jeff Bezos, und der ihnen den Tarifvertrag verweigert, was leider ein täglicher gesellschaftlicher Skandal in Deutschland ist. Gerade weil sie gegen den reichsten Menschen der Welt kämpfen, brauchen sie Solidarität. Und ich bin sehr stolz, dass die Linke, gerade auch in Nordrhein-Westfalen, es von Anfang an geschafft hat, sich an der Seite der Beschäftigten dort zu stellen, sich mit ihnen zu solidarisieren, an den Streikposten dabei war, dort deutlich gemacht hat, dass wir als Partei in Nordrhein-Westfalen, aber auch durchaus durch die Bundestagsfraktion und die Gesamtpartei sich an ihre Seite gestellt und gesagt hat, wir kämpfen mit euch gemeinsam, euer Kampf ist ein gerechter Kampf, mit euch gemeinsam wollen wir etwas durchsetzen, nämlich Tarifverträge, die die Menschen schützen, die die Menschen absichern und die sie auch absichern dahingehend, dass sie jetzt sicher leben können und dass sie auch nicht in Altersarmut fallen. Und dann nutzen wir auch die Arbeit der Bundestagsfraktion, die beispielsweise sicher klargestellt hat, dass Menschen mindestens 2.000 Euro etwa verdienen müssen, um zwar 45 Jahre lang ohne Unterbrechung, um nicht in Grundsicherung zu fallen. Und das bedeutet für die Amazon-Beschäftigten eigentlich alle, dass sie, wenn das so weitergeht, sie in der Arbeit nach 45 Jahren harter Arbeit in Grundsicherung fallen. Dagegen kämpfen wir an als Linke, dagegen kämpfen die Beschäftigten bei Amazon und da stehen wir Seite an Seite. Aber gerade weil es sich bei Amazon um viele prekär Beschäftigte handelt, muss man leider auch sagen, dass man die ganzen Fragen, die wir hier gestellt bekommen haben in den letzten Monaten, warum erreichen wir bestimmte Milieus nicht mehr, auch gerade auf Bezug auf diese Menschen mal beantworten sollte. Und da denke ich, dass einige krude Debatten, die in unserer Partei laufen, ob wir nun 2 oder 4 Spitzenkandidaten haben, für den Menschen, die im Streik bei Amazon sind, keine Rolle spielen. Wir aber uns mehrheitlich damit beschäftigen, wer nun Spitzenkandidat wird. Das ist doch nicht die entscheidende Frage. Die entscheidende Frage ist, wie verändern wir Gesellschaft mit den Menschen zusammen auf der Straße, die dort kämpfen. Und genauso krude finde ich Debatten, die dann sagen, wir können mit den Menschen, die in bestimmten Milieus arbeiten, mit antirassistischer Arbeit nichts erreichen. Die Menschen bei Amazon, die gerade dort prekär beschäftigt sind, machen an den Streikposten antirassistische Aktionen. Die halten dort Plakate hoch. Und nicht deshalb, weil das irgendwelche urbanen Gutmenschen sind, sondern weil sie wissen, dass in einer Belegschaft, wo massenweise Menschen aus verschiedensten Nationen zusammenarbeiten, Antirassismus elementar ist, um ihren Kampf gewinnen zu können. Sie können ihren Kampf nicht gewinnen, wenn sie sich gegeneinander stellen. Sie können ihren Kampf nur gewinnen, wenn sie gemeinsam vorgehen, wenn sie Rassismus als erstes neben dem Kampf gegen Bezos und den Amazon-Konzern gemeinsam leben und gemeinsam kämpfen. Und da müssen wir sie unterstützen und darin müssen wir an ihrer Seite stehen. Und darin ist eine Aufgabe einer linken Partei, das sozusagen auch über die Kämpfe bei Amazon hinaus zu verbreiten und dafür gemeinsam einen Kampf auch bei den Belegschaften nicht so kämpferisch zu organisieren und sie dabei zu unterstützen. Und dafür werbe ich auch als AG Betrieb und Gewerkschaft, aber auch gerade als jemand, der als Gewerkschaftssekretär als Unterstützung aus jeder Partei, aber natürlich vor allen Dingen aus der Linken braucht. Dankeschön. Liebe Genossinnen und Genossen, bitte begrüßt mit uns hier oben ganz, ganz herzlich Laila Imrit. Laila Imrit ist die Bürgermeisterin von Cizre und zugleich Co-Vorsitzende der HDP in Deutschland und sie wird uns jetzt ein Grußwort halten. Der nächste Redner wird dann Hans-Jürgen Scholz von der AG Seniorinnen sein. Liebe Freundinnen und Freunde, ich begrüße euch ganz herzlich im Namen meiner Partei HDP und überbringe euch die solidarische Grüße unserer Präsidentschaftskandidaten Selahattin Demirtas. Wir, die HDP, sind die einzige Partei in der Türkei, die für Pluralismus, Toleranz, absolute Geschlechtergleichheit, Dezentralisierung, direkte und partizipative Demokratie
Frieden, Bürgerrechte und soziale Gerechtigkeit stehen und kämpfen. Unsere Kandidatenliste zur Parlamentswahl am 24. Juni bestätigt unseren Ansatz deutlich. Aus fast allen ethnischen, religiösen und gesellschaftlichen, demokratischen und linken Gruppen, zum Beispiel aus der LGBTI, kandidieren Menschen für die HDP. Wir zeigen damit, dass es einen dritten Weg gibt. Alternative vorhanden ist jenseits von islamistischen, nationalistischen und faschistischen und kapitalistischen Politikansätzen und Wahlbündnissen, wie wir sie aktuell in der Türkei erleben. Wir stellen uns nicht auf der Seite Imperialisten, der Kriegsbefürworter und der Ausbeutenden. Wir stellen uns auch nicht auf die Seite von internationalen Kräften, die während des völkerrechtswidrigen Angriffskriegs auf Afrin und die Türkei aktiv und passiv unterstützt haben oder die meinen, sie könnten sich militärisch und im Mittleren Osten austoben für ihre Interessen und mehr Menschen dazu zwingen, ihre Heimat zu verlassen. Wir treten konsequent ein für Frieden. Ja, viele unserer Genossinnen und Genossen, demokratisch gewählte Abgeordnete, Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, Journalisten, Kulturschaffende und Akademiker sitzen zu Unrecht in den Gefängnissen der Türkei, weil ein Herrscher namens Recep Tayyip Erdogan um seine Alleinherrschaft bangt. Aber weder unsere Genossinnen und Genossen in den Gefängnissen noch wir haben die Hoffnung aufgegeben, und wir werden weiterkämpfen und wir werden nicht aufgeben. Der 24. Juni ist eine hervorragende Möglichkeit, um das Regime Erdogan zu beenden. Dafür brauchen wir unbedingt die Unterstützung unserer Schwesterparteien, weltweit, vor allem eure. Delegationen von Wahlbeobachtern sind dringend notwendig, weil wir genau wissen, so unfair und undemokratisch der Wahlkampf läuft. Und so unfair und undemokratisch wird es auch am Wahltag zugehen. Deshalb brauchen wir eure Unterstützung als Wahlbeobachter. Anmeldungen laufen über Tobias Flüger. Ich möchte heute im Namen meiner Partei auch die Gelegenheit nutzen, um mich für die bisherige großartige Unterstützung unserer Schwesterpartei, Die Linke, zu bedanken. Wir wünschen euch einen erfolgreichen Parteitag und wünschen den Kandidierenden viel Glück, viel Erfolg. Wir werden gemeinsam den Kampf gegen Rassismus, Faschismus, Krieg und Elend gewinnen. Hoch die internationale Solidarität, Jin Jian Azadi.
Herzlichen Dank an Leila und euch viel Kraft und Erfolg unter sehr, sehr schwierigen Bedingungen. Jetzt hat das Wort Hans-Jürgen Scholz von der AG Seniorinnen und Senioren und es bereitet sich vor Hanna Windisch aus dem Landesverband Hessen. Liebe Genossinnen und Genossen, ich denke, dass ich ja meiner Vorrednerin generationenübergreifend unsere Solidarität mit auf den Weg geben können. Liebe Genossinnen und Genossen, die Bundesarbeitsgemeinschaft Senioren schließt sich der Meinung des Ältestenrates an, dass die Debatten der Führungskräfte der Partei und der Fraktion in der Öffentlichkeit oft für Unmut sorgen. Sie schaden dem Ansehen und der Zukunftsfähigkeit unserer Partei, wenn sie nicht sachlich und zielführend geführt werden. Auch wir erwarten, dass auf dem Parteitag ein deutlich linkes Profil zum Tragen kommt. In unseren Reihen besteht ebenfalls der Eindruck, dass die Meinungen und Anregungen der Älteren oft ungenügend Beachtung finden. Erinnerungskultur spielt auch bei uns eine wichtige Rolle. Dabei geht es nicht nur um angenehme und unangenehme Erinnerungen an die DDR, sondern um die Bedeutung des ersten deutschen Staates ohne Ausbeutung und Krieg. Die Lehren und Erfahrungen beim Kampf um eine neue Gesellschaft müssen der Jugend zielstrebiger vermittelt werden. Liebe Genossinnen und Genossen, in der vorigen Woche fand der 12. Deutsche Seniorentag in Dortmund statt, an dem wir uns sehr erfolgreich mit einem Infostand und einem Vortrag beteiligt haben. Beim Vortrag mit Diskussionen zum Thema »Wir können uns eine gute Rente leisten« haben der Genosse Matthias W. Birkwald und der bekannte Armutsforscher Professor Butterwecke den interessierten Zuhörern unsere Vorschläge vermittelt und zu den Fragen der Besucher Rede und Antwort gestanden. Das Thema des Seniorentages lautete »Brücken bauen«. Es geht dabei aus linker Sicht um Teilhabe und Teilnahme der Senioren am öffentlichen und im öffentlichen Leben, auch generationenübergreifend. Und da haben wir uns mit vollem Engagement eingebracht. Unser Stand war im Gegensatz zu den Nachbarn immer stark frequentiert. Unsere Meinung war gefragt, unsere Argumente wurden akzeptiert. Niveauvolle Gespräche bis zu einer Viertelstunde waren keine Seltenheit mit Gesprächspartnern aus Ost und West, jung und alt. Nicht eine Provokation gab es während der 3 Tage. Die 20 Unterschriftenlisten zur Petition Pflegenotstand beenden waren am nächsten Vormittag schon ausgefüllt. Sie waren für uns ein guter Einstieg, mit den Besuchern ins Gespräch zu kommen. Fast ausnahmslos wurde dabei fehlende Solidarität in der Gesellschaft beklagt. Das Auftreten der Genossin Wagenknecht wurde dabei den Gesprächen oft gewürdigt und oft wurde auch gefragt, wieso habt ihr eigentlich bei Wahlen nicht mehr Stimmen? Bemerkenswert war das Verhältnis zu unseren Nachbarn von SPD und Grünen. Wir hatten sehr gute Gespräche und zu allen wichtigen Fragen die gleiche Meinung. Mit einem westdeutschen Kumpel der SPD zusammen habe ich einen Bundestagsabgeordneten der SPD in Argumentationsnot gebracht, der der Meinung war, die SPD müsse unbedingt die Koalitionstreue pflegen und jeden Vertrag unbedingt umsetzen, auch gegen eigene Überzeugung. Das haben wir ihm gemeinsam widerlegt. Ich hatte den Eindruck, dass zwischen der Basis und den Abgeordneten der SPD Welten liegen. Ich könnte euch noch vieles vom Seniorentag berichten, von unseren guten Erfahrungen. Aber als Fazit kann man sagen, wir haben unsere Partei gut vertreten und der Besuch auch des nächsten Seniorentages ist für alle sehr empfehlenswert. Danke, Hans-Jürgen Scholz. Jetzt Hanna Windisch aus Hessen und es bereitet sich vor Richard Peterle aus Baden-Württemberg. Hanna Windisch aus Kassel und vom Jugendverband Delegiert. Liebe Genossinnen und Genossen, ich möchte mich in meinem Beitrag darauf beziehen, von welch prekären Zuständen Bildung in Deutschland geprägt ist. Schulgebäude sind so marode, dass Einsturzgefahr besteht. Materialien sind noch immer nicht kostenlos für alle zugänglich und das Ziel Inklusion scheitert unter anderem durch das Sparen am Personal. Öffentliche Investitionen fehlen und das massenhaft. Die Perspektive, dass Schulgebäude in private Hand übergehen, ist verstärkt abzusehen und unbedingt aufzuhalten.
1000 Schülerinnen und Schüler Kassels sind wegen dieser Zustände im Dezember auf die Straße gegangen und haben gestreikt. Die Forderungen lauteten: mehr Geld für Bildung, saniert unsere Schulen. Die rot-grüne Stadtregierung konnte keine Vorschläge zur grundsätzlichen Verbesserung der Schulsituation formulieren. Deswegen ist für uns ganz klar, vor der anstehenden Landtagswahl durch einen klaren Oppositionswahlkampf weiter Druck auf Rot-Grün auszuüben, denn anders werden wir keinen Fortschritt erreichen. Organisiert wurde der Bildungsstreik durch ein Bündnis, in dem unorganisierte Schülerinnen aktiv waren, in dem wir als Linksjugend aktiv waren, die GEW und auch die Linke. Und ich bin der Meinung, dass die Linke dort an genau der richtigen Stelle war, nämlich in der Bewegung, auf der Straße, an der Seite des jugendlichen Protests. Um die Linke zu einer Plattform für Jugendliche zu machen und um jugendlichen Forderungen ein Sprachrohr zu geben, muss die Linke Kämpfe von SchülerInnen, Auszubildenden und Studierenden mitkämpfen. Um Zukunftsperspektiven zu erkämpfen, brauchen wir eine Linke, die eine klare Opposition zur Kürzungspolitik der Regierung bildet. Wir brauchen eine Linke, die sichtbar auf der Straße ist und soziale und gewerkschaftliche Bewegungen stärkt. Danke, Hanna. Das Wort hat jetzt Richard Peterle und es bereitet sich vor Karen Ley. Liebe Genossinnen und Genossen, ich war 8 Jahre lang im Bundestag und bin jetzt weiterhin in der Kommunalpolitik für die Linke in Sindelfingen tätig. In einem Zeitungsartikel vor dem Bundesparteitag stand zu lesen: Die Linke agiere unter ihren Möglichkeiten. Der Meinung bin ich auch. Warum ist es so? Warum dümpelt die Linke bei den 10% und profitiert nicht vom Niedergang der SPD? In einem Aufruf zum Parteitag war zu lesen, wir müssten heute hier für eine kämpfende Partei entscheiden. Ich habe nichts gegen Kämpfen an sich, hätte gerne jedoch, dass von der Partei mehr Aufbruch der Linken in die Gesellschaft kommt. Das sehe ich jedoch nicht. Als eine politische Partei, als eine linke Partei muss man bemüht sein, mit unseren Inhalten neben unserer eigentlichen Zielgruppe der Arbeitnehmerschaft und den Menschen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen, ein breites Spektrum der Gesellschaft, einschließlich des Kleinbürgertums und der Intelligenz anzusprechen. Dass dies möglich ist, beweist eigentlich jede Veranstaltung, die mit Gregor Gysi oder Sarah Wagenknecht im Lande stattfindet. In den Kampagnen, die vom Parteivorstand losgetreten werden, gelingt es meines Erachtens viel zu wenig. Das liegt in der Anlage dieser Kampagnen. Wenn ich wie eine Ersatzgewerkschaft agiere, dann kann ich nicht erwarten, dass ich mehr Adressaten erreiche als die Gewerkschaft selber. Ich will nicht missverstanden werden. Selbstverständlich muss eine linke Partei die gewerkschaftlichen Kampagnen und Forderungen unterstützen. Ich will aber anhand des Themas Altenpflege klarmachen, worum es mir geht. Eine Gewerkschaft muss die Frage einer besseren Bezahlung und Reduzierung der Arbeitsbelastung der Pflegekräfte in den Mittelpunkt ihrer Forderung stellen. Die Pflegepersonen und ihre Angehörigen jedoch wissen, dass die Lohnerhöhung bei den Pflegekräften, ohne dass gleichzeitig ein höherer Pflegebeitrag der Kasse gezahlt wird, den Eigenbetrag auf ein Maß steigert, dass die Betreuung für sie unbezahlbar wird. Daher müsste die Forderung einer politischen Partei sein, dass man von seiner Rente die Pflege, wenn man eines Tages auf sie angewiesen ist, bezahlt werden können muss. Ich weiß, dass die Fraktion an dem Thema arbeitet, aber warum stellt die Partei nicht die Forderung, dass die Pflege für jeden bezahlbar sein muss, in den Mittelpunkt einer solchen Kampagne? Dann würden wir auch Menschen erreichen, die nicht gewerkschaftlich orientiert sind, die sich jedoch fragen, ob sie in den nächsten Monaten die Pflegeheimkosten noch aufbringen können. Es gibt auch Beispiele aus Dänemark und Schweden, wo die Pflege im Heim und zu Hause steuerfinanziert vollständig vom Staat getragen wird. Und daran müssen wir anknüpfen, finde ich. Die ausgetragenen Kämpfe zuletzt gegen die Fraktionsführung und das damit verbundene Hickhack ist an der Parteibasis nicht nachvollziehbar, demotivierend und destruktiv. Sie müssen daher beendet werden.
Ich bin nicht dafür bekannt, zum Fanclub von Sarah Wagenknecht zu gehören. Auch ich habe in der Finanzpolitik nicht alle ihre Vorstellungen geteilt. Aber was an Unterstellungen gegen sie kolportiert worden ist, das finde ich nur noch widerlich und eine Partei der Emanzipation unwürdig. Man muss sich in der Partei nicht lieben, aber Respekt und Wertschätzung für die Arbeit des anderen ist etwas, was man in der Gewerkschaft gelernt haben müsste. Auch das muss drin sein. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Richard. Karen Ley aus Sachsen hat das Wort und es bereitet sich vor Amit Rabi aus Nordrhein-Westfalen. Nein, falsch. Wir begrüßen danach Jenny Renner vom Lesben- und Schwulenverband in Deutschland. Liebe Genossinnen und Genossen, seit dem Wahlabend diskutieren wir darüber, ob wir unsere Position in der Flüchtlingspolitik aufgeben sollen. Ganz so, als würde sich die Linke in einer tiefen Krise befinden. Ich will mal feststellen, wir haben bei den Wahlen 500.000 neue Wählerinnen und Wähler gewonnen. Wir haben 8.500 neue Mitglieder gewonnen, die meisten junge Leute. Wir stehen in bundesweiten Umfragen so gut da wie selten zuvor. In Berlin wären wir die stärkste Kraft und das aus der Regierung heraus. Und in Bremen sind wir der SPD auf den Fersen. Es gibt keinen Grund, so zu tun, als wenn die Linke sich in einer tiefen Krise befinden würde. Lasst uns doch mal etwas mehr Zuversicht ausstrahlen. Und deswegen bin ich auch dagegen, dass wir unsere Position in der Flüchtlingspolitik aufgeben. Ich verstehe auch nicht, warum wir uns diese Debatte auf den Tisch ziehen. Warum diskutieren wir jetzt über die Begrenzung von Arbeitsmigration, wo mich selbst in Bautzen fast niemand mehr über die sogenannten Wirtschaftsflüchtlinge aufregt? Es geht doch im Kern um die Debatte, wie wir den Rechtsruck bekämpfen wollen. Ich habe erhebliche Zweifel, dass uns das gelingt, indem wir die Themen der Rechten stark machen. Ich will das mal an einem Beispiel erläutern bei der Debatte um den sogenannten Untersuchungsausschuss, über diesen sogenannten BAMF-Skandal. Also da wird angestachelt von AfD und von FDP seit Wochen in der Öffentlichkeit so getan, als wäre der Verdacht, dass 1.200 Flüchtlinge zu viel anerkannt wurden, das größte Unrecht sind, was diese Republik jemals gesehen hat. Niemand redet über die 37.000 negativen Bescheide, die von den Gerichten kassiert wurden. Liebe Genossinnen und Genossen, man kann das ja alles aufklären. Aber ich finde nicht, dass wir deswegen einen Untersuchungsausschuss brauchen und selber auch noch so tun, als sei das das größte Problem, was dieses Land in den letzten Jahren gesehen hat. Und ich habe auch mal ein paar andere Fragen an Frau Merkel. Ja, Frau Merkel, was haben Sie denn dagegen getan, dass die 8 reichsten Familien in diesem Land so viel besitzen wie die Hälfte der Bevölkerung? Wann stoppen Sie endlich den Mietenwahnsinn? Und was tun Sie dagegen, dass jedes Jahr Tausende von Flüchtlingen im Mittelmeer trinken? Das ist doch der deutlich größere Skandal, liebe Genossinnen und Genossen. Wenn wir die AfD bekämpfen wollen, und das sollten wir tun, dann sollten wir denen mal vorlesen, was die vorgestern Peinliches zur Mietpreisbremse im Bundestag erzählt haben. Wir sollten allen erzählen, dass sie gegen die Vermögenssteuer sind. Die AfD ist eine neoliberale Partei. Das ist doch die zentrale Botschaft. Liebe Genossinnen und Genossen, ich finde, gerade in Zeiten des Rechtsrucks sollten wir als Linke eine internationalistische Partei bleiben. Wir sollten Haltung bewahren, auch und gerade in der Migrationspolitik. Und dann sollten wir unsere Themen in den Mittelpunkt stellen. Wir werden eine Kampagne zum Pflegenotstand und zum Mietenwahnsinn beschließen. Das sind doch die eigentlichen Probleme in diesem Land. Liebe Genossinnen und Genossen, wir sollten diese Debatte um die Flüchtlingspolitik beenden. Ich freue mich persönlich sehr, dass im Leitantrag die Formulierung der offenen Grenzen nicht infrage gestellt werden. Und ich finde, wenn das der Parteitag beschließt, dann gilt das auch. Denn in einer demokratischen Partei entscheidet das, was der Parteitag entscheidet.
Liebe Genossinnen und Genossen, lasst uns die Frage entscheiden, lasst uns diesen Streit beilegen und dann lasst uns ab Montag den Pflegenotstand und den Mietenwahnsinn bekämpfen, und zwar gemeinsam. Dankeschön. Danke, Karin. Liebe Genossinnen und Genossen, begrüßt jetzt mit uns gemeinsam Jenny Renner vom Lesben- und Schwulenverband Deutschland, die uns ein Grußwort halten wird. Herzlich willkommen, Jenny. Liebe Delegierte, und ich traue mich auch zu sagen, liebe MitstreiterInnen, vielen Dank für die Möglichkeit, auf diesem Parteitag für den Lesben- und Schwulenverband ein Grußwort zu halten. Das ist, glaube ich, das erste Mal. Es sind unruhige, unberechenbare Zeiten. Gewissheiten werden aufgekündigt, Grenzen des Sagbaren bewusst und kalkuliert in eine Richtung verschoben, die Beschimpfungen und Gewaltfantasien als Mut zur Wahrheit feiern. Menschen werden dazu angestachelt, ihren Hass und ihre Verachtung stolz in den Kommentarspalten, auf die Straße und auch in die Parlamente zu tragen. Diese treffen alle, die vermeintlich von der weißen, deutschen, hetero-Mehrheitsgesellschaft abweichen. Es wird besser. Dieser Optimismus erfüllte lange Zeit das Engagement und eine Politik für Menschenrechte, Vielfalt und Respekt. Aber was, wenn nicht? Augenblicklich gibt es durch eine laute Minderheit eine sehnsüchtige Glorifizierung vergangener Zeiten, die auch für Lesben, Schwule, Bisexuelle, trans- und intergeschlechtliche Menschen garantiert keine guten Zeiten waren. Uns wird derzeit vielmehr vor Augen geführt, wie fragil und zerbrechlich Normen des respektvollen und gewaltfreien Umgangs sind. Unabhängig davon, dass sie im Alltag oft nicht eingelöst werden, ist es erschreckend, dass sie plötzlich nicht mehr als allgemein menschliche Werte und Leitlinien für politisches Handeln gelten. Aber eine freie Gesellschaft muss allen Menschen garantieren, an jedem Ort, zu jeder Zeit, ohne Angst und Anfeindung verschieden sein zu können. Dieser Anspruch muss sich auch für Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans- und intergeschlechtliche Menschen, was ich im Verlauf jetzt als LSBTI abkürze, erfüllen. Dafür sind unserer Meinung nach folgende Maßnahmen notwendig. Eine umfassende Respektarbeit für ein gesellschaftliches Miteinander und alltägliche Akzeptanz. Die Einführung eines nationalen Aktionsplans zur Bekämpfung von Homo- und Transphobie. Die Ergänzung von Artikel 3 Absatz 3 im Grundgesetz um die Merkmale der sexuellen Orientierung und Geschlechtsidentität. Eine menschenrechtsbasierte Gesetzgebung zur Anerkennung der Geschlechtsidentität inklusive der Umsetzung des Verfassungsgerichtsurteils zum dritten Geschlechtseintrag im Personenstandsregister. Das explizite Verbot von unnötigen genitalverstümmelnden Operationen an intergeschlechtlichen Kindern. Die rechtliche Anerkennung und Absicherung von Kindern in Regenbogenfamilien durch eine Modernisierung des Familien- und Abstammungsrechts. Eine menschenrechtskonforme LSBTI-inklusive Flüchtlings- und Integrationspolitik. Und ein glaubwürdiges weltweites Eintreten für Entkriminalisierung und Akzeptanzförderung von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Trans- und intergeschlechtlichen Menschen. Vor Land- und Bundestagswahlen schneidet die Linke in unseren Wahlprüfsteinen regelmäßig sehr gut ab. So betont die Partei in ihren Antworten zur letzten Bundestagswahl, ich zitiere, Ziel der Linken ist eine soziale und gerechte Gesellschaft, in der alle Menschen angstfrei und in Würde leben können. Ein angstfreies Leben von LSBTI kann nur gewährleistet werden, wenn vollständige Rechtsgleichheit hergestellt wird und zugleich ein kultureller Wandel befördert wird, dass LSBTI ein gleicher und gleichwertiger Teil der Gesellschaft sind. Dafür streitet die Linke. Ende. Der LSVD wünscht sich aber,
dass dieser Anspruch unbestritten zum Leitbild linker Politik gehört und darüber hinaus ein deutliches, klares, proaktives und selbstverständliches Streiten, das diesen Anspruch auch einlöst. Und an dieser Stelle sei auch hinzugefügt, dass dieser Anspruch unvereinbar ist mit homophoben Bemerkungen einzelner Abgeordneter oder Mitglieder dieser Partei. In solchen Fällen fordert der LSVD eine unverzügliche, klare und öffentliche Distanzierung. Mit Sorge beobachten wir zudem auch linke Perspektiven, die den gegenwärtigen Aufstieg rechtskonservativer, rechtspopulistischer und rechtsextremer Bewegungen und Parteien damit erklären wollen, dass sich linke Politik angeblich zu viel mit Identitätspolitiken oder Minderheitenrechten beschäftigt habe. Die Interessen und Sorgen von Arbeitern und Arbeitslosen wären so vernachlässigt worden. Man brauche sich daher nicht wundern, dass diese nun zu den Rechten wandern. Hierzu sei gesagt, dass diese Behauptung A davon ausgeht, dass Arbeitslose und Arbeiter ausschließlich männlich, hetero und weiß seien und die Durchsetzung von Menschenrechten nicht im Interesse dieser Gruppe sei. Der LSVD teilt dieses Bild definitiv nicht. Und sieht man sich etwa das Führungspersonal der AfD an, halten wir es zudem für fahrlässig, rechtspopulistische und rechtsextreme Einstellungen ausschließlich bei ArbeiterInnen und Arbeitslosen zu verorten. Zudem möchten wir daran erinnern, dass Homophobie, Antisemitismus, Sexismus und Rassismus wie alle anderen Formen der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit und Abwertung Menschen auseinandertreibt und Solidarität schwächt. Die Solidarität, für die wir alle tagtäglich streiten. Wir sollten daher gemeinsam streiten für eine vielfältige Gesellschaft, in der die Individualität jedes Menschen geachtet und respektiert wird, egal welcher sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen Identität. Vielen Dank. So, liebe Genossinnen und Genossen, bevor Ami das Wort kriegt, müssen wir noch was miteinander bereden und entscheiden. Wir haben mit dem Beschluss über den Zeitplan eigentlich jetzt zu diesem Zeitpunkt das Ende unserer Generaldebatte beschlossen. Wie ihr auch an den Bildschirmen sehen könnt, gibt es aber noch eine Vielzahl. Bei mir sind 28 Genossinnen und Genossen, die das Bedürfnis haben, zu reden. Deswegen würden wir euch vorschlagen, dass wir die Generaldebatte bis 23 Uhr fortsetzen. Vereinzelter Beifall, dennoch müssen wir das abstimmen. Wer mit diesem Vorschlag einverstanden ist, den bitte ich um sein Handzeichen. Nein, falsch, um sein rotes Kartenzeichen. Danke, Gegenstimmen. Oh, das sind relativ viele Gegenstimmen. Nochmal die Frage, wir sind gebeten, nochmal die Frage präzise zu formulieren, wer damit einverstanden ist, dass wir die Generaldebatte bis 23 Uhr fortsetzen. Den bitte ich nochmal um sein rotes Kartenzeichen. Danke. Gegenstimmen. Das kann ich nicht sagen, das ist halbe, das ist fast mehr. Ich muss nochmal dazu. Das können wir von vorne schlecht. Also ich würde, mein Eindruck ist auch, dass die Mehrheit für 23 Uhr ist, aber ich kann es nicht mit Gewissheit sagen. Die Enthaltungen bitte nochmal. Lass uns mal 22 Uhr. Bei wenigen Enthaltungen. Hier, da ist der Kompromiss. Kompromiss 22.30 Uhr und sag mal, dass wir morgen nicht weitermachen mit der Debatte. Ja, jetzt kommt gerade sozusagen das Verhandeln in Gang. Es gibt den Vorschlag 22.30 Uhr und ich will darauf verweisen, dass wir die Generaldebatte morgen nicht fortführen. Wir würden dann, wenn wir jetzt beenden, auch wirklich beenden. Also würde ich nochmal versuchen, einen Kompromiss zu finden und frage euch, wir haben einen Geschäftsordnungsantrag am Mikrofon, das kann ich nicht. Kann man nicht sehen? Das ist auch ein Keim. Ja, bitte an Mikro 5. Danke. Edgar Schuh, Delegierter mit Nummer 460 aus Göttingen. Ich wollte nur kurz nachfragen, wann ist denn beschlossen worden, dass die Generaldebatte morgen nicht fortgesetzt wird?
Das ergibt sich daraus, aus dem Zeitplan, und dass wir morgen die Änderungsanträge zum Antrag A1 und den Antrag A2 behandeln müssen. Angesichts der Vielzahl der Änderungsanträge hat die Antragskommission eine bestimmte Zeit dafür festgehalten. Wenn wir das in unseren Zeitplan, der beschlossen ist, einordnen wollen, brauchen wir dafür morgen den gesamten Tagesordnungspunkt Generaldebatte und Beschlussfassung. Das heißt, es wird morgen nur noch Zeit für die Beschlussfassung sein. Ein Geschäftsordnungsantrag ist es nicht. Ich würde es als Nachfrage dennoch zulassen. Also ich möchte trotz aller Zwangsläufigkeiten, die da gerade so in den Raum gestellt werden, vorschlagen, dass der Parteitag entscheidet. Bei dieser Verhandlung waren wir gerade. Mikro 4. Timo Kürmse, Delegierter 254. Ich habe den neuen Zeitplan nach der Annahme, den wir haben, da steht ausdrücklich noch einmal Fortsetzung der Generaldebatte. Das steht um 9.30 Uhr am morgigen Tag drin. Also kann jetzt nicht beschlossen werden oder von der Tagesleitung gesagt werden, heute ist Schluss. Sondern also, das ist, was ich in der Hand habe, das, was wir heute früh beschlossen haben. Der Tagesordnungspunkt heißt insgesamt Generaldebatte und Beschlussfassung. Wir können diesen Tagesordnungspunkt morgen nicht anders nennen. Wenn ihr beschließt, dass wir morgen die Generaldebatte fortsetzen, sprengt ihr den gesamten Zeitplan des Parteitags. Das ist die Konsequenz. Der Parteitag ist souverän, das kann er beschließen, aber dann muss man auch die Konsequenzen tragen. Dann wird die Zeit für sonstige Anträge, die heute Morgen erweitert werden sollte, deutlich reduziert werden. Jetzt gibt es in der Tat einen Geschäftsordnungsantrag an Mikro 1. Das ist jetzt ein Hinweis zur Geschäftsordnung aus dem Präsidium, das da oben gesessen hat, als die Antragskommission gesprochen hat. Die Antragskommission hat euch das allen so mitgeteilt, dass morgen früh die Anträge behandelt werden und dass es heute mit der Debatte am Ende ist. Wenn ihr das jetzt zurückholen wollt, braucht ihr völlig andere Mehrheiten auf diesem Parteitag. Erstens dazu. Zweitens zu den Konsequenzen hat Harald jetzt reichlich gesagt. Und wenn wir jetzt hier noch länger debattieren, statt jetzt vielleicht mal zu prüfen, ob 22:30 sinnvoll sind, dann haben wir gleich bis 22:30 auch keine Rednerin oder einen Redner mehr gehört. Oh, auch das war kein Antrag zur Geschäftsordnung. Und trotzdem würde ich jetzt noch mal den Versuch machen, dass wir miteinander einen Kompromiss finden. Deswegen meine Frage, wer wäre damit einverstanden, dass wir die Generaldebatte bis 22.30 Uhr fortsetzen? Den bitte ich um sein Kartenzeichen. Danke. Gegenstimmen. Das sind nur noch wenige Gegenstimmen, Stimmenthaltungen. Auch wenige Enthaltungen, dann können wir bis 22.30 Uhr fortsetzen. Der nächste Redner hat das Wort und meine Bitte nochmal an alle, je mehr Genossinnen und Genossen reden möchten, bitte haltet euch an die Zeitvorgabe. Liebe Genossinnen und Genossen, der Parteitag ist ja dazu da, dass wir über Stärken und Schwächen diskutieren. Wo sind unsere Stärken aktuell? Das haben viele Rednerinnen und Redner gesagt. Beim jungen akademischen urbanen Milieu, da haben wir hinzugewonnen. Das erleben wir in den Kreisverbänden. Die zu uns kommen, haben in der Regel einen akademischen Hintergrund, sind jünger und bereichern die Partei mit ihren Erfahrungen. Aber wo wir verloren haben, und da gibt es ja auch Zahlen zu, das ist bei den Arbeitern, bei den Prekarisierten, bei den Erwerbslosen. Und in einer Situation, wo wir eine Krise des parlamentarischen Systems erleben, müssen wir uns der Frage stellen, warum wir von dem langsamen Niedergang der SPD nicht profitieren, warum immer mehr Menschen sich von dem parlamentarischen System abwenden, ohne dass die Linke gestärkt davon hervorgeht. Anstattdessen profitiert die AfD. Das muss uns umtreiben. Damit müssen wir uns beschäftigen, denn es ist unsere historische Verantwortung, diese Rechtsentwicklung zu stoppen.
Wir müssen eine Sprache finden, die die Menschen wieder erreicht. Wenn wir den Anspruch haben, die Interessen der Mehrheit der Menschen in diesem Land zu repräsentieren, dann müssen wir auch so reden, dass man uns ohne Doktortitel problemlos verstehen kann. Wir müssen von unserem hohen Ross runterkommen. Und da ist auch ein Stück weit Selbstkritik angebracht, um mit den Deklassierten endlich wieder auf Augenhöhe zu reden und für sie für eine linke, gesamtgesellschaftliche Perspektive wieder ein Stück weit zu begeistern, liebe Genossinnen und Genossen. Und ich will auch einen kurzen Beitrag dazu sagen, zu den Debatten, die aktuell stattfinden. Ich kenne niemanden in der Partei, der das Asylrecht aufweichen möchte. Alle in der Partei wollen ein großzügiges Asylrecht. Und niemand lehnt die Forderung hier ab, für Menschen in Not Hilfe zu leisten. Das tut der Leitantrag nicht. Ich habe niemanden erlebt, der das auch öffentlich in den Medien getan hat. Insofern sollten wir endlich aufhören mit dieser Phantomdebatte und wieder zurückzukommen zu einer sachlichen Diskussion, wie wir hier wieder in die Offensive kommen. Und ich sage das auch als jemand, der selber vor einem Krieg fliehen musste vom Nahen Osten. Wir dürfen die Frage von Flucht und Migration nicht für innerparteiliche Taktierereien ausnutzen, sondern müssen sachlich, ohne Vorhaltungen, miteinander in Austausch kommen. Und ich finde es unerträglich, das sage ich auch hier ganz deutlich, unerträglich, wenn führenden Genossen und Genossen AfD-Nähe oder Rassismus vorgeworfen wird. Auch das muss stoppen. Jemand, der so diskutiert, verlässt den Boden einer innerparteilich solidarischen Debatte. Und um auch nach vorne zu schauen, in der Frage von Flucht und Migration brauchen wir uns auch gar nicht kleinzureden. Es sind die anderen kriegsbefürwortenden Parteien, die mit Waffenexporten Fluchtursachen schaffen und die Menschen in Elend und Not treiben müssen. Das sind nicht wir, das sind die neoliberalen Parteien. Wir haben allen Verschärfungen des Asylrechts abgelehnt. Wir sind eine antirassistische Partei, die gerade in den letzten Jahren in diesen Bereichen sehr stark aufgetreten wird. Das tun wir auch in Zukunft. Aber stellen wir uns der Frage, warum die Arbeiterschaft uns nicht mehr wählt, damit wir wieder größere Erfolge in Zukunft erzielen können. Glück auf! Die nächste Rednerin ist dann Katharina Schramm und es bereitet sich vor Thomas Feske aus Sachsen. Ich heiße Katharina Schramm und bin Delegiert für Die Linke SDS. Liebe Genossinnen und Genossen, Die Linke hat jetzt das Jahr 8.000 Neumitglieder hinzugewonnen. Zwei Drittel davon sind U35. Wir gehören selbst dazu. Diese Menschen sind zu uns gekommen, weil sie etwas gegen die Rechtsentwicklung tun wollen, gegen die wachsende Ungleichheit, wegen des Aufstiegs der AfD und der Wahl Trumps. Auch wegen der überwältigenden Flüchtlingssolidarität 2015, in der Die Linke eine maßgebliche Rolle gespielt hat. Sie suchen eine Organisation oder Partei, die konsequent für menschliche Politik steht. Wir sind die Einzigen, die klar antirassistische Positionen vertreten, die verbindende Klassenpolitik stark machen, die dem Marxismus als Analysewerkzeug nicht abgeschworen haben. Verbindende Klassenpolitik heißt, gemeinsam mit migrantischen und ursprünglich deutschen Beschäftigten betriebliche Kämpfe zu führen. Kämpfe gegen oben, nicht nach außen oder unten, indem man auf die Schwächsten der Gesellschaft eintritt. Das hat nichts mit studentisch-links-urbanem Milieu zu tun. Denn wir wissen, die Arbeiterinnenklasse ist vielfältig. Ihr gehören genauso Krankenpflegerinnen wie Beschäftigte bei BMW oder Programmiererinnen an. Sie wird aber durch den Kapitalismus fragmentiert gehalten. Es gilt, Kämpfe gegen Rassismus und Sexismus, gegen dieses ungerechte Wirtschaftssystem zusammenzuführen und den extremen Reichtum und die Ausbeutung zu skandalisieren. Wenn die Grenzen für das Kapital offen sind, aber nicht für Menschen, dürfen wir nicht in neoliberale Verwaltungslogik einstimmen. Deswegen sagen wir als Die Linke SDS klar, Migration und Flucht sind keine Verbrechen. Asyl wiederherstellen, Abschiebungen stoppen, Waffenexporte stoppen, gemeinsam für eine gerechte Welt streiten. Vielen Dank an euch. Thomas Feske aus Sachsen hat das Wort und Özlem Demirel aus Nordrhein-Westfalen bereitet sich vor. Ja, liebe Genossinnen und Genossen, nachdem das Transparent runter ist von der Bühne, stehe ich jetzt hier. Ich habe
vor ein paar Tagen Zeitung gelesen im Vorfeld des Parteitages. Da gab es eine ganz schöne Formulierung. Da stand drin, so ein Parteitag der Linken, das ist immer ein Moment, der der Selbstbefragung dient. Und das fand ich total spannend, weil ich mir die Frage gestellt habe, was fragen wir uns eigentlich, also gegenseitig? Welche Fragen stellen wir uns denn neben den Dingen, die wir uns sagen hier von der Bühne herab? Und eine zentrale Frage ist natürlich die Frage, was ist denn das Erfolgsrezept, Menschen in diesem Land von linker Politik, von linken Politikansätzen zu überzeugen? Und da gehen natürlich die Meinungen auseinander, das wissen wir auch. Aber ich glaube, es hilft ein bisschen, dorthin zu gucken, wo wir tatsächlich Erfolge feiern. Und es ist heute schon mal gesagt worden, eine Stadt, in der wir einen riesen Erfolg gefeiert haben, ist Frankfurt, Frankfurt-Oder. Also Frankfurt am Main auch, aber insbesondere natürlich Frankfurt-Oder. Dort stellen wir den Oberbürgermeister. Und das ist ein Riesenerfolg. Und vielleicht ist es ganz gut, mal zu schauen, wie wir es geschafft haben, diesen Oberbürgermeister dort zu stellen. Wer sich den Wahlkampf in Frankfurt-Oder angeguckt hat, der hat gesehen, in diesem Wahlkampf gab es zwei Prinzipien, die diese Debatte in der Stadt bestimmt haben. Und zwar einmal das Prinzip der Angst. Der Angstmache sozusagen, der Angstmache vor offenen Grenzen, der Angstmache auch von Menschen, die zu uns kommen. Und es gab das Prinzip Hoffnung. Und es war wohltuend zu sehen, dass unser Kandidat, der dann Oberbürgermeister geworden ist, der zwei Drittel aller Wählerstimmen auf sich vereinigen konnte, ausschließlich auf das Prinzip Hoffnung gesetzt hat. Und dieses Prinzip Hoffnung braucht natürlich auch, aus meiner Sicht, braucht Hoffnung auch Vertrauen. Und Vertrauen, das heißt Vertrauen in die Veränderbarkeit von Verhältnissen, aber auch Vertrauen in Politiker, die ihren Wählerinnen und Wählern nicht arrogant gegenüberstehen, sondern die ihre Sorgen und Nöte, es klingt ein bisschen ausgelatscht, aber ihre Sorgen und Nöte ernst nehmen. Und wenn ich mir die Debatte über offene Grenzen im Leitantrag anschaue, über diese Formulierung, dann glaube ich, könnte, wenn wir sozusagen sagen, Frankfurt-Oder gibt eine Antwort, dann könnte eine Antwort sein, dass wir nicht einfach sagen, es geht um offene Grenzen, sondern dass wir mit der Forderung von offenen Grenzen, mit der Vision von offenen Grenzen zugleich wissen, wie viel Arbeit es kostet, Menschen zu überzeugen, dass das machbar ist, weil es Ängste und Sorgen gibt. Und wenn wir Linke eine Forderung formulieren, ja, natürlich machen wir uns Gedanken, wie wir die Menschen dort mitnehmen, wie wir ins Gespräch mit ihnen kommen, wie wir Zweifel ausräumen. Und wenn wir über eine Vision reden, na, dann müssen wir natürlich darüber reden, wie praktische Schritte dorthin gegangen werden können. Und ich weiß nicht, an welcher Stelle wir dort auseinanderliegen, weil das ist doch eine Forderung an die Linke, nämlich auf die Leute zuzugehen und ihnen nicht einfach eine Phrase vorzusetzen, sondern darüber zu reden, wie Dinge real machbar sind auf einem Weg zu einer visionären Gesellschaft. So. Es gibt aber noch einen zweiten Punkt, den ich ganz interessant fand in Frankfurt-Oder, eine ganz witzige Angelegenheit eigentlich, als es dann so aussah, dass René Wilke, das ist ja jetzt der Oberbürgermeister in Frankfurt-Oder für den nächsten, bin ich jetzt schon fertig? Okay, ich wollte einfach nur sagen, René Wilke hatte die Partei hinter sich und er hat diese Partei hinter sich gehabt, weil er sie nicht als Kandidatenwahlverein verstanden hat, sondern als eine selbstbewusste Partei, die er mitnehmen muss, wenn er ein hoffnungsvolles Projekt startet. Und diese Partei in Frankfurt war eine Sammlungsbewegung. Eine Sammlungsbewegung von alten und jungen Menschen, von Menschen mit Hoffnung, auch mit Sorgen, die sich gemeinsam auf diesen Kandidaten geeinigt haben und darauf vertrauten, dass sich Verhältnisse ändern lassen können. Demirel hat das Wort und es bereitet sich vor Jürgen Kreuzmann aus Baden-Württemberg. Liebe Genossinnen und Genossen, ich möchte erstmal mit einer klaren Aussage anfangen. Und zwar bin ich der festen Überzeugung, und ich glaube auch viele hier im Raum sind dieser Überzeugung, wir haben in dieser Partei weder Rassisten noch Nationalisten. Und genauso wenig wie wir Rassisten und Nationalisten in unserer Partei haben, haben wir auch keine neoliberalen Genossinnen und Genossen in unseren Reihen. Und ich glaube, das ist wichtig, diese Erkenntnis vorwegzuschieben. Und ich finde, wir sollten uns nichts vormachen. Selbstverständlich leben wir in Zeiten, in dunklen Zeiten. Wir erleben, dass die sozialen Verwerfungen immer weiter vorangetrieben werden. Wir erleben, dass die Schere zwischen Arm und Reich auseinandergeht, dass alte Menschen Flaschen sammeln müssen, dass Kinder hungrig in den Schulen sind. Wir erleben, dass Kriege vom Zaun gebrochen werden. Wir erleben, dass der Nahe und Mittlere Osten zu einem Brandherd geworden ist. Wir erleben unzählige Kriege auf der Welt. Und in all diesen Kriegen wird mit deutschen Waffen gemordet. Und wir erleben einen Rechtsruck. Wir erleben eine starke AfD hier in Deutschland. Wir erleben einen Trump
in den USA. Wir erleben Rechte in vielen anderen europäischen Ländern. Wir erleben einen Diktator in der Türkei. Und selbstverständlich, liebe Genossinnen und Genossen, können wir als Linke das knallhart und genauso sagen. Wir gehen nicht durch leichte Zeiten. Und in diesen schwierigen Zeiten sollten wir als Linke uns tatsächlich auch hinterfragen. Ja, und viele fragen sich hier auch, warum ist es so, dass die Linke nicht stärker wird, obwohl die Linke doch die Hoffnungen und die Sehnsüchte vieler Menschen eigentlich anspricht? Und ich finde, diese Frage sollten wir uns tatsächlich ernsthaft stellen. Doch wenn wir uns dieser Frage ernsthaft widmen wollen, liebe Genossinnen und Genossen, dann bin ich der festen Überzeugung, dass wir diese Frage nicht beantworten können, allein mit der Aussage, wir haben es uns zu einfach gemacht in der Flüchtlingspolitik. Diese Antwort ist leider nicht ausreichend dafür. Ich würde sogar sagen, sie ist vielleicht sogar falsch. Wir leben in einer Zeit, in der der Neoliberalismus über 20 Jahre hier wirklich praktische Politik war, in der die Ellenbogenmentalität den Menschen beigebracht wurde. Ja, und wir als Linke stehen genau dieser Ellenbogenmentalität, dieser neoliberalen Politik vehement entgegen. Und selbstverständlich ist es nicht so, dass wenn wir es einfach nur sagen und im Parlament beantragen, und das ist leider unsere Realität, dass die Menschen auf einmal in Scharen uns hinterherlaufen. Doch, liebe Genossinnen und Genossen, genauso wie wir in dunklen Zeiten stehen, finde ich aber auch, dass es viele Hoffnungsmomente gibt. Es gab Demonstrationen von Mieterinnen und Mietern in Berlin von 25.000 Menschen. Das gab es seit Jahren nicht. Es gab Demonstrationen gegen die AfD, wo Zehntausende die AfD nicht demonstrieren lassen haben. In Köln, in Berlin, in verschiedenen Städten in Deutschland. Es gab Demonstrationen gegen das Polizeigesetz. Und zwar von Massen in München. Es gibt Proteste, die sich vermehren. Es gibt Streiks von Pflegerinnen und Pflegern. Es gab die Streiks von Erzieherinnen und Erziehern. Und es ist unsere Aufgabe als Linke, wenn wir ernsthaft stärker werden wollen, genau diese Hoffnung zu vermehren, mehr Menschen dafür zu gewinnen und dafür zu begeistern und eine andere Politik möglich zu machen. Und das können wir als Linke nur dann machen, wenn wir uns ernsthaft verankern in den Stadtteilen, in den Schulen, in den Betrieben, in den Universitäten. Ich komme zum Schluss. Und wir können uns es nicht einfach machen und behaupten, wir hätten die Arbeiterinnenklasse verloren. Liebe Genossinnen und Genossen, ich wage mal die These, wir hatten die nie wirklich voll gewonnen. Deshalb müssen wir uns stärker konzentrieren auf Kämpfe, die da sind, und versuchen, diese Kämpfe zu vermehren und Hoffnung ausstrahlen. Das haben wir leider in den vergangenen Tagen und Wochen nicht gemacht, liebe Genossinnen und Genossen. Ich wünsche mir eine hoffnungsvolle Linke, damit wir stärker werden können. Dankeschön. Danke, Özlem. Jetzt ist Jürgen Kreuzmann aus Baden-Württemberg dran und Sarah Moajiri aus Berlin. Liebe Genossinnen und Genossen, mein Name ist Jürgen Kreuzmann. Ich bin Kreisrat im Landkreis Karlsruhe. Ein Thema liegt mir auch als linker Kommunalpolitiker am Herzen. Das ist die Friedenspolitik. Ich freue mich, dass im Antrag des Parteivorstands steht, wir streiten für eine friedliche Außenpolitik ohne Auslandseinsätze der Bundeswehr. Denn jeder Auslandseinsatz ist einer zu viel. In Ettlingen, bei mir in Karlsruhe, wird am Fraunhofer-Institut für Optronik, Systemtechnik und Bildauswertung die sogenannte Dual-Use-Technik, da wird geforscht, und es werden hier mittels Steuergelder zivile Forschung produziert, die militärisch nutzbar gemacht wird. Diese Techniken helfen dann bei der Überwachung der EU-Grenze im Mittelmeer, um Geflüchtete abzuwehren und um das Leben der Geflüchteten und ziviler Seenotretterinnen in Gefahr zu bringen. Weiteres Thema ist Thema Waffenexporte. Auch in Baden-Württemberg bei uns werden Waffen produziert. Wir kennen im Kreis Rottweil, Oberndorf, Heckler und Koch und andere sogenannte Global Player. Und auch hier geht es auf kommunaler Ebene nein. Denn jede Waffe, die in Deutschland produziert und beziehungsweise exportiert wird, ist eine zu viel. Und auch jede Waffe, die bei der Bundeswehr im Land bleibt, ist nach meinem Dafürhalten auch eine zu viel. Waffenproduktion und Waffenexport sind und bleiben Beihilfe zum Mord. Auch in den Kommunen und Kreisen müssen wir als Linke Kommunalos vor Ort Druck machen mit dem Ziel der Konversion hin zu einer zivilen Produktion. Und wir müssen Druck machen gegen die aggressive Bundeswehrwerbung in den Schulen. Hier werden Jugendliche und Minderjährige rekrutiert für den Krieg, und es ist kein normaler Beruf, Soldat zu sein. Und ja, wer Waffen sät, wird Geflüchtete ernten. Und wer von Grenzsicherung spricht, Abschiebungen zustimmt und Geflüchtete nach ökonomischer Nutzbarkeit selektiert, macht sich mitschuldig an Leid und Tod.
Als Kreisrat sollte ich beispielsweise in Baden-Württemberg der sogenannten Rastatter Erklärung zustimmen, der Landrätekonferenz. Und hier hieß es, man solle besonders straffällige Asylbewerberinnen zügig abschieben. Als einziger Kreisrat habe ich dagegen gestimmt. Und ich finde es unfassbar, was dort geschieht. Wir linken Kommunalpolitikerinnen werden uns weiter dafür einsetzen, dass Schwächere nicht gegen andere Schwächere ausgespielt werden, damit sich die Herrschenden, die Bourgeoisie, mit ihrem Kapital freut und weiter rücksichtslos Mensch und Natur ausgebeutet werden können. Wir haben Widersprüche reflektiert, wir gehen gemeinsam auf die Straße und in den Parlamenten, in die Kommunalparlamente, um die Verhältnisse grundlegend zu ändern und gemäß unserer linken sozialistischen Sache neu aufzubauen. Wir linken Kommunalpolitiker handeln kommunal, unsere Solidarität ist international. Danke, Jürgen. Sarah Mouayiri hören wir jetzt und Sarah wird die letzte Rednerin für den heutigen Tag sein. Du hast das Wort. Liebe Genossinnen und Genossen, die Bundestagswahlen haben unter anderem zum Ausdruck gebracht, dass wir wachsen und dass es Potenzial für unsere Partei gibt. Aber wir müssen auch wahrnehmen und darüber diskutieren, dass wir gleichzeitig vor allem im Osten Verluste verzeichnen mussten. Wir müssen etwas daraus machen, dass wir unter einer Schicht von Leuten, unter jungen Leuten, unter einer Schicht von Beschäftigten, von Pflegerinnen und Pflegern, gewerkschaftlich Aktiven zulegen konnten. Aber wir müssen auch wahrnehmen, dass wir einen großen Teil zum Beispiel von erwerbslosen Menschen, von abgehängten Schichten nicht erreicht haben. Und wir müssen ehrlich analysieren, woran das liegt. Und nein, Sarah, es liegt nicht an unserer Solidarität mit Geflüchteten und nicht an unseren migrationspolitischen Forderungen. Ich würde dagegen sagen, dass es eine Rolle spielt, ob wir als unangepasste oppositionelle Kraft auftreten oder als etablierte Partei. Ich finde, dass es eine Rolle spielt, ob wir verankert sind in den Stadtteilen, in sozialen Bewegungen oder hauptsächlich aufs Parlament oder auf Regierungsbeteiligung orientieren. Und es spielt eine Rolle, ob wir glaubwürdig die Interessen der Arbeiterklasse vertreten oder ob wir kapitalistische Sachzwänge in Landesregierungen mitverwalten. Genossinnen und Genossen, wir müssen die Ersten sein im Widerstand gegen diese große Koalition und dürfen es nicht der AfD überlassen, sich als Oppositionskraft darzustellen. Gerade im Osten ist eine Linke, die eine Alternative zum verrotteten kapitalistischen System anbietet und sich mit dem Establishment anlegt, notwendiger denn je. Leider ist die Erfahrung, die die Menschen dort mit der Linken machen und gemacht haben, oft eine andere. Und in dem Zusammenhang ein Satz noch an Klaus Lederer: Man kann auch nicht alles, was in Berlin passiert, mit Abschiebungen, mit Räumungen, mit einer drohenden Privatisierung von Schulgebäuden schönreden. Genossinnen und Genossen, ich finde, der Leitantrag beinhaltet insgesamt viele richtige Anstöße, auf die wir aufbauen können. Gehen wir in die Offensive mit den Kampagnen zu Mieten und Pflege, seien wir nicht nur dabei bei sozialen Kämpfen, sondern werden wir zu ihrem Motor. Aber ich finde auch, an einigen Stellen müssen wir auch schärfer und deutlicher werden und die Eigentumsfrage deutlicher stellen. Unsere Antwort auf den Kapitalismus, der Krieg, Armut, Hunger, Umweltzerstörung und vieles weitere Elend mit sich trägt, ist die Enteignung der Banken und Konzerne, der Schlüsselindustrien und ihre Überführung in öffentliches Eigentum unter demokratischer Kontrolle und Verwaltung und damit eine sozialistische Demokratie. Vielen Dank.